Wir werden schon wieder draußen schlafen. Auf jeden Fall. Und du bist auch dabei? Ich bin auch dabei, richtig. Du machst auch Videos? Ich mache auch Videos. Jawohl. Ich werde euch beide verlinken in der Beschreibung. Und wir werden heute auf jeden Fall richtig draußen schlafen. Das wird wieder so richtig lustig sein. Bei beinahe Minustemperaturen. Ich glaube, es werden so 0 Grad werden. Du hast ein Thermometer dabei, das wird geil. Ja, ja, genau. Wir können alles beweisen, wie kalt es wirklich war. Ich werde es auf jeden Fall messen. Ja. Wir werden jetzt tief in den Wald gehen. Das wird auf jeden Fall wieder lustig werden. Ja. Der Wald braucht mehr Urin, oder wie war das? Ja, genau. Es muss unbedingt, wie heißt das Ding, Reviermarkierung gemacht werden. Ja. Das Revier muss erweitert werden. Wir werden es müssen mehr urinieren. Tiere Angst bekommen. Wir laufen jetzt zu einem Spot, wo ich schon mal geschlafen habe. Das ist ganz chillig da, aber da gibt es kein Internet und keinen Empfang und sowas. Das ist gut. Es ist sehr gut. Es wird auf jeden Fall richtig chillig werden. Und ich glaube, vielleicht kommt 0 Grad oder so. Es ist voll scheiße, dass die Winterzeit angebrochen ist. Ich mag keinen Winter. Ich mag Sommer. Aber egal, für mich ist jedes Jahr kurze Hosezeit. Weil ich habe keine langen Hosen im Kleiderschrank, deswegen muss ich das ganze Jahr über in kurze Hose rumlaufen. Immer. Egal bei welchem Wetter. Auch bei minus 20 Grad. Wenn ich so stark schiele und versuche, mein Gehirn zu sehen, dann sehe ich den nicht, weil der einfach zu klein ist. Und das ist voll scheiße, dass gleich Dunkle kommt. Das ist voll ranzig, das wird immer dunkler. Wir müssen gleich unsere nervige Kopflampe anziehen. Der Herbst muss weg, das kann weg, das gehört weggeschmissen. In die letzte Restmülltonne. Wir müssen doch den Dezember überleben. Boah, dann kommt wieder dieser ganze weiße Zeug, was mich da jedes Jahr belästigt. So, wir haben den Spot gefunden. Genau in diesem Spot habe ich schon ein paar Mal geschlafen. In diesem Spot ist genau das hier passiert mit dem Gewitter. Der Regen muss weg, das ist richtiger Starkregen. Mit ganz viel Blitzen und sowas. Dieser Gewitter muss weg. Eieieiei. Der kommt immer näher. Guck mal, wie heftig das hier die ganze Zeit rumblitzt. Das will einfach nicht aufhören. Das geht die ganze Zeit so. Hoffentlich bleibt es uns heute erspart. Nee, das wäre lustig gewesen, wenn das heute nochmal passieren würde. Aber ich glaube, voraussichtlich ist es laut Wetter nicht. Ich kann das auch gar nicht nachgucken, weil hier ist kein Internet. Nee, der ist so abgelegen. Dieser Wald ist ziemlich ruhig, aber ich hoffe, dass hier Wildschweine kommen und uns beklauen. Ja, es müssen hier noch mehr Wildschweine her. Die müssen unbedingt zu uns kommen. Mich werden sie nicht stören, ich schlafe in der Hängematte. Die werden an seinem Arsch knabbern, werden sie. Stell den Rucksack unter meine Hängematte. Das ist ganz wichtig, das muss passieren. Ich werde filmen, wie der hier seine Hörner da ranpickt da. So richtig auf den Rücken. Das wird nicht passieren. Doch, das muss passieren. Weil sonst weil das wäre natürlich besser fürs Video. Heute wird draußen gepennt. Es muss noch viel öfter draußen gepennt werden. Die über 200 Male, die ich draußen gepennt habe, das ist noch viel zu wenig. Da muss eine vierstellige Zahl irgendwann dran kommen. Das ist ganz wichtig. Ist da eine Hängematte auf, die du zum allerersten Mal in deinem Leben ausprobierst? Zum allerersten Mal ausprobieren, zum allerersten Mal ausgepackt habe und ich habe mir keine Bedienungsanleitung angeguckt oder irgendwelche Anleitungen, wie ich das aufbaue. Ich baue es einfach auf und mal gucken, wie es wird. Und die ist sehr dünn übrigens. Die war auch sehr billig. Das muss unbedingt auf jeden Fall schief gehen, weil wenn das nicht schief geht, dann haben wir keinen Content, das ja, weißt du doch. Das wäre schrecklich. Ja. Aber das sieht fest aus. So. Guck, ich glaube, das Ding ist so. Hoffentlich fällst du dann heute Nacht irgendwie runter. Das sieht so wasserundicht aus. Es muss unbedingt später richtiger Starkregen kommen. Wie sieht das sehr reißfreudig aus? Dass da ein See entsteht, wo dann Fische dann dran schwimmen und Wasserläufe rüberlaufen und so. Und sich Kaulquappen vermehren. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja, ja. Das muss unbedingt heute Nacht passieren. Das ist Pflicht, das muss so genauso passieren. Unbedingt. Nein! Ich lag noch nicht mal drin und was ist das denn? Gerissen. Gerissen? Hier ist das raus. Boah. Hier. Jetzt ist das Ganze hier raus. Was für ein Scheiß! Das ist so zu. Nein, dieses. Nein, das war nicht auf Kamera, oder? Doch, das ist auf Kamera. Okay, du, aber habe ich es auch drauf? Keine Ahnung, sonst kriegst du meine Dateien. Der Haken ist sofort rausgerissen. Nein, das ist nicht rausgerissen. Nein. Doch, das war da drin. Oder ist das so, guck mal. Da ist sowas wie eine Schlinge drin. Da ist so ein Tunnel eingenäht. Ach so. Das heißt, irgendwas haben wir falsch gemacht. Geil, selbstverständlich ist wieder was schiefgegangen. Ja. Richtig geil. Diese Hängematte ist kaputt gegangen. Also nicht viel, oder vielleicht nicht kaputt gegangen, aber irgendwie falsch gemacht. Das liegt hier auf jeden Fall hier rum.
Das ist auseinandergegangen. Das hast du toll gemacht, hast du fein gemacht, richtig gut, perfekt. Ja, kriegst du es hin? Das ist gut. Ich probier's, sag ich mal, ne? Ja. Was ist, wenn das du den jetzt, du hinbekommen. Guck mal, wenn du den jetzt, ich wollte mal, wenn du den jetzt so und so nimmst, dann kann er nirgendwo mehr hinverrutschen. Das klingt sehr schlau, ja. Tolle. Ich habe das noch nie gemacht, aber... Das klingt schlau. Er hat den... Ich hatte das auch noch nie gemacht. Und deine Hirnlampe, die geht gleich aus. Ja, ja. Ah. So muss das sein. Wenn ich mich jetzt direkt reinlege und runterfalle, das wird zu schmerzhaft. Es muss was schief gehen. Ja, alter Junge, wenn ich jetzt falle. Ich trau dem Ganzen einfach nicht. Ach, das hält. Wie dünn das auch noch aussieht. Alter, richtig gut. Oh. Wie es aussieht, scheint es so zu funktionieren. Aber ich muss sagen, irgendwie ist das so ein unwohles Gefühl, in der Luft zu hängen. Lustig, mein Handy weiter runter. Feuerholz! Warum hast du so ein Gummiholzstück? Alter, das ist wirklich krass. Das ist voll das Gummi. Nicht dieses zarte, was... Nee, das ist eine Katastrophe hier. Das ist zu viel Gummi. Der platzt nicht, wie die anderen. Den kriegst du scheiße durch. Der ist scheiße. Dieses Knatschen, dieses Quietschen. Feuerholz! Feuerholz! Und guck mal, Leute, hier, ich habe mich geschnitten. Und ich habe hier diesen Blatt hier gefunden, weil ich habe jetzt keinen. Ich bin ganz minimalistisch unterwegs. Ich habe keinen Verbandskasten oder so dabei. Und genau, ich habe mich. Ich habe diesen Blatt hier gefunden. Der ist richtig geil. Den benutze ich als Pflaster. Und das ist ewig her, dass ich das letzte Mal mich geschnitten habe. Voll geil! Endlich! Endlich ist das wieder passiert. Richtig geil. Das ist richtig geil. Das ist, nicht empfehlenswert, aber genau. Ich freue mich darüber. Endlich ist wieder Scheiße passiert. Genauso wie es sein soll und nicht anders. Das Feuerholz brennt. Ich habe es gerade angezündet. Das ging ganz leicht. Das ging ganz schnell. Mit nur einem einzigen Versuch habe ich das angezündet. Aber das habe ich gar nicht gefilmt. Aber ihr habt das, glaube ich, gefilmt, ne? Ja, es könnte sein. Ja, die ersten Sekunden. Deswegen schaut auf jeden Fall auf deren Kanal nach, wie ich das hier gemacht habe. Und das ohne Spiritus oder sonstige Hilfen oder so. Sondern nur das, was man in der Natur findet. So, ich werde jetzt kochen. Wieder mit den X-Boil. Genau. X-Boil rockt. Jetzt wird Nudelwasser gebraten. Jetzt werden Nudeln reingepackt. Mit Scheißsalz rein drin. Auf das, dass es zu salzig wird. Weil wenn da zu viel Salz drin ist, dann vertrocknen wir. Und wenn wir zu sehr vertrocknet sind, dann können wir kein Content mehr bringen. Das wäre scheiße. Deswegen nicht zu viel Salz rein. Das wäre schrecklich für ganz YouTube Deutschland. Ja, genau. Das wäre ganz schrecklich. Das wäre furchtbar. Glaube ich. Ich mache Nudeln mit Thunfisch, Zwiebel und Paprika. Und was machst du? Ich mache Nudeln mit Salami, Nudelschinkengratin und Sahne. Da habe ich schon voll Bock drauf. Der Rest kommt da gleich noch rein.
Das hört sich gut an. So, Essen ist fertig. Und das schmeckt trocken. Das schmeckt richtig trocken. Boah. Boah, ist das widerlich. Boah, ist das ekelhaft. Boah. Pfui. Boah. Pfui. Also ich muss sagen, es schmeckt richtig lecker, aber viel zu trocken. Es brennt. Es brennt. Es brennt rum. Es brennt. Es brennt weiter. Und ja, genau. Das sieht voll cool aus. Sieht richtig cool aus, aber ich schwitze jetzt schon mittlerweile in dieser Jacke und... So muss das sein, nicht, nee, ohne nicht anders. In der Hängematte wird es richtig heiß hier. Ja. Also am Anfang dachte ich wirklich, das Holz ist also teilweise gut, aber teilweise dachte ich, das wäre zu morsch oder so. Aber nein, überhaupt nicht. Dieses morsche Holz ist gut. Es gibt sicherlich Survival-Experten, die gesagt hätten, damit kriegt ihr niemals ein Feuer an. So, hundertprozentig. Genau, ich habe das mit einem ganz kurzen Funken angemacht. Jo. Ich muss unbedingt auch so eine Hängematte reinlegen. Ja. Also drin schlafen, meinte ich. Also reingelegt hatte ich mich mal schon mal. Aber ich habe noch nie drin geschlafen. Oh, Scheiße. Du hast was verloren. Ja, das ist mein Blut. Nee, das ist Flüssigkeiten. Ja, leider wurde ich angegriffen von so einem Scheiße, Ding, was mir schön ein Loch in die Matte gebrannt hat. Und das hat mich erschrocken und deswegen habe ich an dem Ding gezogen und dann ist auch dieser Becher umgekippt. Das ist richtig widerlich, ne? Das schöne rote Zeug. Jetzt ist deine Plane nass, weil dein Glühwein umgekippt ist, weil du sie zur Seite ziehen musst, weil dann funkelt auf dich. Yep. Ja. So ein Pech kann man manchmal haben. Hier ist eine fette Wurzel, ja, die dich die ganze Zeit stören wird, während du hier drauf schläfst. Ja. Ein bisschen, ja. Geil. Ich hoffe sehr, dass wenn du eine bequeme Stelle gefunden hast, dass über Nacht dann ganz viele Wurzeln dann von diesem Baum hier heraussprießen und sowas und dich noch stärker stören. Ich habe irgendeine Aufnahme gerade gelöscht. Nicht dein Ernst. Ah, Scheiße. Hast du Scheiße gemacht. Ja, aber das ist Katastrophe kaputt. Es war eine Aufnahme von dieser Tour. Ich weiß aber nicht welche. Du darfst keine Aufnahme auf der Kamera löschen. Sowas macht man nur auf dem PC. Sollte man auf der Action-Cam nicht machen. Ich hoffe, es war nichts Wichtiges. Ja, das hoffe ich auch nicht. Ich möchte unbedingt ganz viele bekloppte Aufnahmen sehen. Du schläfst in einem Biwaksack. Ja, du auch? Mit Gestänge. Ja. Ich schlafe in einem Biwaksack ohne Gestänge. Hauptsache Biwaksack. So leicht und mit kleinen Packmasse möglich. Und diesen Biwaksack habe ich von einer Amazon-Wunschlisten-Mitbestellung bekommen. Genau, ich zeige euch mal, wie ich das ausgepackt habe. Ein Geschenk von Benjamin Bartmann. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk von Benjamin Bartmann. Vielen Dank dafür. Ein Geschenk von Bartiblog. Sachen von deiner Amazon-Liste für deine Videoproduktion von Bartiblog. Ebenfalls vielen besten Dank. Genau, das hier, das ist eine Küchenwaage. Ich habe nämlich keine Küchenwaage und ich brauche die zwar ganz, ganz selten, aber ich habe die trotzdem in die Liste reingepackt. Ich weiß nicht, wer von euch beiden das hier und das hier mir zugeschickt hat. Genau, vielen Dank für die Küchenwaage. Die wird auf jeden Fall selten benutzt. Aber das Ding, das ist richtig gut. Über den hier freue ich mich ganz besonders drauf, weil das ist ein 400 Gramm Biwaksack, der ganz klein ist und so weiter. Der ersetzt meine Müllsäcke, wenn wieder so eine Rucksacktour wie in Sizilien die Aktion. Genau, wenn sowas wieder stattfinden wird. Wenn man zum Beispiel mit dem Tagesrucksack Billigflugzeug fliegt, um dort Gepäckkosten zu sparen. Genau, dafür brauche ich das. Und der hier, der wird jetzt zum ersten Mal so richtig benutzt. Genau, den werde ich gleich verwenden. Das wird richtig geil sein, die erste Nacht da drin zu verbringen. Vielen Dank für diesen Biwaksack, den kann ich auf jeden Fall richtig gut gebrauchen. Ja, genau, und jetzt werde ich das erste Mal im ganzen Leben in diesem Biwaksack hier schlafen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir später richtigen Regen haben. So richtiger Starkregen, um das so richtig zu testen. Und ich hoffe unbedingt, dass dann ganz viel Wasser, so ein ganzer See bei dir hineinläuft. Muss ich ganz schnell rennen und mein Tarp holen, was hier um die Ecke in dem Baumstamm liegt. Ja, ja. Aber sag mir unbedingt vorher Bescheid, damit ich das filmen kann. Genau. Und ich werde mich hier in diesen Biwaksack hier schützen. Ist der wasserdicht?
Der sollte laut Hersteller so wasserdicht sein, ja? Ich werde das austesten. Ich hoffe, das wird heute regnen. Das wird richtig geil sein, wenn stark Regen später kommt. Ich habe den Wetterbericht mir nicht angeschaut. Ich auch nicht. Nee, wir haben kein Internet. Du versuchst dich jetzt in deine Hängematte reinzulegen? Ah, das Moskitonetz ist nach unten gedreht. Weshalb ich mich nicht reinlegen kann, weil das reißt ja sonst durch. Ja, so muss das sein. Das machst du schon richtig. Ich hoffe so sehr, dass gleich stark Regen kommt. Nein. Doch. Aber so ein richtiger. Das ist voll scheiße, wenn man dann so einen Biwaksack furzt. Hast du? Jo. Geil. Liegt in deinen eigenen Dunst. Erstickst du selbst. Genau so muss das auch sein. Das ist ganz wichtig. Das ist eine wichtige Eigenschaft. Was denn? Dass der Dunst nicht rauskommt. Wenn du da drin liegst. Aber dieser Dunst sollte raus. Nein, auf gar keinen Fall, das verbiete ich dir. Pfui. Guten Morgen, wir sind wach. Ich habe im Biwaksack geschlafen. Und das war cool gewesen. Das war richtig geil. Aber was ich richtig scheiße fand, es hat nicht geregnet. Das heißt, in seiner Hängematte ist kein See drin, wo sich irgendwie die ganzen Kaulquappen und sowas vermehren und Frösche und so. Und ich konnte deswegen auch nicht testen, ob im Biwaksack hier dann Regen reinkommt. Aber trotzdem fand ich das cool, deswegen verlinke ich euch das trotzdem. genau. Ich hoffe, ihr habt eine ganz schlechte Nacht gehabt. Nee, die Nacht war super. Ja. War schön warm in der Hängematte. Mist. Man braucht kein Kopfkissen oder so. Einfach reinlegen und dann. Das klingt ja nicht herausragend. Scheiße. Aber der Spot hier doch zu gut gewesen. So, jetzt wird instant Koffein hergestellt. Jo. Zucker. Ja, genau. Und Weißer ist sogar auch noch dabei. Die Holländer, die haben ja alles, du. Sieht ein bisschen komisch aus, aber. Koffein zu trinken ist voll egal. Ja. Ich freue mich auf Kaffee. So, Kaffee ist fertig. Ja, Kaffee draußen in der Natur zu saufen ist voll geil. Das schmeckt voll gut. Also gerade, ich habe schon länger keinen Instant-Kaffee getrunken, sonst mache ich das immer mit Kaffeepads. Ich hatte zwar welche dabei, aber wir hatten auch Instant-Kaffee dabei, deswegen habe ich Instant-Kaffee gemacht. Du hast deine Hängematte schon abgebaut? Ja. Schade, wir hätten noch auf Regen warten müssen, auf Starkregen, ja. Der da einen See reinpackt. Unbedingt. Ja, schade, dass du das schon abgebaut hast und schade, dass es immer noch nicht regnet, das ist voll scheiße. Schrecklich. Es muss Starkregen hier, aber so ein richtiger, ein richtig mieser, der so richtig mies ist und uns hier überflutet, wo hier die Welt untergeht und so. Mhm. Genau das muss unbedingt passieren. Und wir haben Holzkohle hergestellt. Dieser Holzkohle, der ist schwarz. Dein Schlafsack ist nass geworden? Ja, ja, das ist wegen Schwitzen oder irgendwas. Voll geil. Oh ja. Richtig geil, so muss das sein. Habe ich drinnen nicht gemerkt, gar nicht. Aber guck mal an, ey. Geil. Einpacken und zum Trocknen aufhängen. So muss das sein. Genau so will ich das sehen. Siehst du, ist doch ein bisschen nass geworden. Ja, aber es ist aber noch zu wenig. Ja. Die fehlen auf jeden Fall noch drauf. Diese so eine Kaulquappen. Es müssten mehr Kaulquappen existieren. Genau. Mehr Wasser, mehr Feuchtigkeit, mehr nass, mehr Starkregen. Das fehlt die ganze Zeit hier. Mehr Starkregen. Ein Mensch hat uns hier bemerkt. Gott, da ganz hinten sind Leute. So eine Gassigeher. Also wir sind voll die Stealth-Leute hier, oder? Die haben uns nicht bemerkt. Das ist richtig gut. Guck mal hier, mein Schlafsack ist auch hier ein bisschen feucht geworden. Von dem ganzen Kondenswasser, was hier drin eingesammelt hat. Genau, voll geil. Endlich wieder ein feuchter Schlafsack. Hast du davon was gemerkt? Auf gar keinen Fall. Das ist genau wie bei mir, das merkt man irgendwie gar nicht. Ja,
Richtig geil. Schau mal, bei ihnen sogar noch richtig heftig Nässe. Es liegt am Stoff. Wahrscheinlich saugt der nicht so viel auf wie meiner. Ich denke auch nicht. Der sollte relativ dicht sein. Aber wenn das sich aufsaugt, dann habe ich ein Problem. Was ist Daune? Da sind Feder drin. Jetzt stehen wir hier im Kreis und filmen uns selber. Ja, genau. Der macht richtige Geräusche. Jo, der ist richtig laut, ey. So, das Feuer ist eigentlich längst aus. Aber das qualmt noch so ein bisschen von Inneren. So. Und genau, das graben wir hier so ein bisschen auf, damit das dann gleich richtig ausgeht. Genau. Während ich hier packe, versuchen die beiden das Feuer komplett zu löschen. So ist so richtig gelöscht werden alles. Das ist ganz wichtig. Und dann graben wir das zu. Wir wollen das ja wirklich hier sicher hinterlassen, wenn wir gehen. Weil wenn wir den Ort verlassen, dann kann das niemand mehr löschen. Genau. Das ist kein Zanno noch, aber das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Das ist ganz wichtig. Das muss unbedingt ausgemacht werden. Aber so richtig. Da ist so etwas Glut im Inneren, das ist voll scheiße. Boah, ist das hässlich. Boah, ist das ein hässlicher Glut. Boah, ist das ein hässlicher Glut. Wie geht's? Boah, der muss weg, der muss aus. Der muss unbedingt ausgemacht werden, dieser Glut. Boah, ist das hässlich. Und deine Handschuhe sind kaputt gegangen? Ja, ich glaube gestern entweder von dem Ziehen der Baumstämme so raus, ja. Und Knicken und all sowas. Vielleicht aber auch ein bisschen eingebrannt, ich weiß nicht. Die waren vorher schon ein bisschen abgenutzt, klar, aber das hier ist schon jetzt krass. Geil, Gebrauchsspuren. Ja. Also so muss das sein. Das sind gute Handschuhe eigentlich, ja. Die haben hier auch Schutz. So muss, genau so muss sehen, will ich das sehen. Und nicht anders. Es muss unbedingt benutzt aussehen. Das sind auch relativ teure Handschuhe. Ich glaube, 40 Euro oder so. Oder mehr. Ja. Also mindestens 40 Euro. Hauptsache, die sehen benutzt aus. Das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Weil wenn das unbenutzt aussieht, dann... Das war zum Beispiel vorher schon, diese Fehler. Ja. Dann ist scheiße. Dann hat man es nicht geschafft. Ich werde sie noch weiter abnutzen. Ja, es muss unbedingt mehr benutzt aussehen. Unbedingt. So, die Feuerstelle ist aus und eingegraben. Das sieht genauso aus wie vorher. Auf jeden Fall. Und guck mal hier, ich lasse hier meinen Schlafsack zum Trocknen. Der ist auch ganz minimalistisch feucht, aber egal. Das packe ich gleich ein. Und dann fahren wir zurück. Ja. Schade, dass es schon vorbei ist. Guck mal hier. Das war richtig geil. Ja, wir haben genau da geschlafen, wo hier überall diese ganzen Wildschweinspuren sind. Schade, dass hier diese ganzen dass hier keine Wildschweine gekommen sind. Ja, hier sind auf jeden Fall überall diese Spuren. Heute ist irgendwie nichts gekommen. Ja. Nur irgendwelche Vögel. Das ist voll scheiße. Ich will ganz viele Wildschweine haben im Lager. Genauso viele, wie hier früher waren. Also, als hier das hier aufgegraben wurde, hier von diesen ganzen Wildschweinen. Schade, dass die heute nicht zu uns gekommen sind. In diesem Video habe ich auch Bushcraft mit meinem Bruder gemacht. Mit Regen, Mückenplage, unheimliche Geräusche und noch mehr Mückenplage. Das war voll scheiße gewesen, deswegen solltet ihr euch das anschauen.